Die erste E-Mail in Deutschland am 3. August 1984 war das Ergebnis von einem Projekt, das damit noch nicht zu Ende war, weil es ging dann noch um weitere Kommunikationsdienste. Aber dieses Projekt hatte zur Aufgabe, den Anschluss an internationale Rechnernetze, wie sie gerade eben aufkamen. Der Ausgangspunkt dabei war das Internet in den USA. Es hieß aber damals noch nicht Internet. Und diese Mail war im Prinzip der Willkommensgruß, dass die Funktionalität hergestellt ist, dass die Verbindung und der Austausch hergestellt ist. Das Problem war nämlich, und deswegen ist diese Mail eigentlich auch so wichtig, die Mailadressen waren damals noch nicht normiert. Es gab kein bestimmtes Format. Jedes System hatte sein eigenes Adressformat. Und das galt es eben rauszufinden und das zu interpretieren, sodass man diese Mails, wenn sie reinkamen, auch später dann eben in Deutschland verteilen konnte. Bei dem Aufbau von der Mailverbindung war es eigentlich so, dass man die Server vorher austesten musste, sprich man hat einige Mails hin und her geschickt zu reinen Testzwecken. Da war meistens nicht viel Text drin oder einfach Text reinkopiert. Man wollte eben sehen, wird zuverlässig zugestellt. Eigentlich hat man dann irgendwann die Tests abgeschlossen und hat gesagt, so jetzt können wir zum festen Betrieb übergehen. Und da fing es dann eigentlich erst an und da kam diese Willkommensmail, die erste, die gesagt, willkommen in CSNET. CSNET steht für Computer Science Network, sprich das Wissenschaftsnetz für Computerexperten war das damals. Und damit war die Geschichte eröffnet. Ich kann mich noch erinnern, diese Eröffnungsmail war insofern wichtig für mich. Die wurde wohl irgendwann am Wochenende weggeschickt und ich habe mir die aber sonntags, weil ich darauf gewartet habe, bin ich extra ins Büro gefahren, um Mails abzuholen, um mir die Mail zu holen und bin dann spät abends nach Hause gekommen und habe gesagt, hurra, jetzt habe ich es geschafft. Es war ein Abschluss, diese erste Mail. Interessant an der ganzen Geschichte ist noch, das hat eine Amerikanerin geschrieben und die hat dann Willkommen nur mit einem L geschrieben, aber wir haben uns damals wirklich gefreut, dass sie sich auch bemüht hat, ein paar deutsche Worte reinzubringen. Wir waren mit der erste internationale Partner, der es dann auch geschafft hat, innerhalb kurzer Zeit an das Netz ranzukommen. Nach uns kamen noch Frankreich und Israel und dann war der Bann gebrochen.